Hallo zusammen, ich grüße euch zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Yada Empire. Es ist früher Morgen, die Sonne geht gerade auf, scheint über die Dächer und leuchtet mir glücklicherweise nicht direkt ins Gesicht. Dafür ist sie dann doch schon ein bisschen zu weit. Ja, wir sind wieder zurück im Kinderheim. Jo. Und ihr werdet direkt eine Kleinigkeit feststellen, die sich im Vergleich zu den vorherigen Sessions unterscheidet. Und zwar, wenn ihr das rechte obere Bild betrachtet. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ihr jetzt die Karte sehen könnt, sondern davon, dass, was ihr nicht sehen könnt, nämlich die Facecam. Mir ist nämlich bei der letzten Among the Sleep Aufnahme ein kleines Malheur passiert. Und zwar wollte ich, nachdem ich die Aufnahme soweit im Kasten hatte, die Klamotten soweit wieder abbauen. Dabei hat sich wohl das Kabel, oh guck mal, wir kriegen sogar einen Kranz über unseren Kopf, weil wir ein guter Mensch sind. Wollte ich die Facecam wieder abbauen, das Kabel hatte sich allerdings ein wenig verhakt und als ich dann unter meinen Schreibtisch gekrochen bin, um dieses Kabelwirrwarr zu beseitigen, habe ich wohl ein wenig zu viel Zug auf die Kamera ausgeübt und die flog mir dann mit allem Trara entgegen und auf dem Fußboden. Den Rest könnt ihr euch sicherlich denken, eine neue Kamera ist bestellt. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal ohne Facecam auskommen, dieser Session. Und ich möchte ganz gern die Not zur Tugend machen. Schreibt doch mal kurz in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr es lieber, wenn wir ein Spiel wie Yada Empire, wo ich mich ja sowieso oft rausschneiden muss, wegen der ganzen Vorschauen, Dialoge etc. pp. Huch. Ob ihr das lieber ohne oder mit Facecam habt. Ich bin natürlich gerne bereit, mich dann auch nach euch zu richten. Aber genug der Worte, wir machen natürlich direkt weiter. Ich schaue hier gerade nochmal eben, ob wir hier auch alles mitgenommen haben beim letzten Mal. Aber das sieht soweit ganz gut aus und ich muss mal eben das Mikrofon ein bisschen leiser stellen. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu leise bin, weil mir wurde letztens mal angetragen. Waren die Affen. Ich dachte, irgendwer wird hier reden. Mir wurde letztens reingetragen, dass ich ein wenig zu laut immer bin. Okay, gut. Kann ich nur so hinnehmen. Und es geht direkt weiter. So, der steht jetzt dahinter und lacht die ganze Zeit. Ja, er hat uns die Brücke weggenommen. Die Lotus-Assassinen haben ihren Einfluss bis hierher ausgedehnt. Es ist ein Verdienst von Sun Li, dass ihr so lange unentdeckt geblieben seid. Aber sein Verdienst ist es nicht, dass er die Brücke hochgezogen hat. Ein Kran. Okay. Ja, natürlich. Gar kein Problem. Das würde bei von 100 Mal auch 100 Mal funktionieren. Und irgendwas sagt mir, dass dieses Fass hier, das linke, nicht ganz gesund ist. Ich mache erstmal das hier auf. So. Zurück. Und jetzt, Achtung, Falle! Das ist eine Falle gewesen, du Honk, das habe sogar ich gesehen. Oh. Ich überlege gerade, was der Kran hier wo für eine Bewandtnis hat. Also, ich könnte mir vorstellen, nee. Meine erste Vermutung war gewesen, dass er die Güter von links nach rechts rübertragen kann. Aber warum? Wir haben hier eine Brücke. Es sei denn, der Kran steht hier länger als die Brücke. Aber das glaube ich eigentlich nicht, wenn ich mir hier so diese Pfosten angucke, die schon total grün und bemoost und alles sind. Und auf der anderen Seite hier durch einen Fluss kommen, ist auch ein bisschen schlecht. Jetzt hätte ich gesagt, dass man es vielleicht vom Boot ablädt. Na egal. Lassen wir es gut sein. Wetter ist jetzt auch nicht so besonders. Und... Ah, diese Kopfschmerzen! Ah! Ihr werdet von eurer Bestimmung getrieben. So wie das Wasser fließt, blutet. Habt ihr begonnen, euren Weg in Frage zu stellen? Er liegt im Dunkeln, ist versperrt, aber sorgfältig angelegt. Ihr seid auf diesem Weg, weil ihr geformt wurdet, aufgebaut. Und die Raubtiere sind fortgelockt worden, damit ihr vorbeikommt.
Könnt ihr sehen, wie sich dieser Weg auf eure Beute zuschlängelt? Ihr sollt lernen, aber nicht zu viel. Sehen, aber nicht zu klar. Erfolg haben, aber nicht ganz. Dass diese Geister immer in Rätseln sprechen müssen, das ist mir echt ein Rätsel. Ich würde jetzt fast schon... Naja, aber wir spielen ja den Guten, ne? Wollt ihr etwa sagen, dass ich irregeführt wurde? Um ein Ergebnis zu steuern, beeinflusst den Ursprung. Es ist gottgleich. Das arroganteste Vorgehen. Das ist es, was getan wurde. Oh Gott. Ich werde schwächer. Doch hört mir zu. Ein Ende kommt, wie es kommt. Ihr würdet eurer Sache besser dienen, wenn ihr fragtet, wo alles begann. Fragt, warum der Pfad existiert, nicht wohin er führt. Kümmert euch vorerst um euch selbst. Der Wächter, der euch erwartet, wird euch prüfen und lehren. Er ist ein Verbündeter, einer, dem ihr trauen könnt. Erfüllt eure Bestimmung, dann sehen wir uns wieder. Noch ein vorübergehendes Unwohlsein? Das könnte ein Problem werden, wenn es häufiger passiert. Gehen wir weiter. Diese Kopfschmerzen, das ist echt brutal. Habt ihr mal auf die Handposition dieses Geistes geachtet? Erinnert mich so ein bisschen an Angela Merkel. Ohne das jetzt böse zu meinen. So, gehen wir mal zum Damm. Geister, denen der Zugang zur Unterwelt verwehrt wurde, werden oft wahnsinnig, wenn sie auf der Erde wandeln müssen. Irgendwie sowas stand da gerade. Wenn die Situation jetzt umgekehrt wäre, dass das Mädchen auf dem Boden lag und der Lustassassin da stand, dann würde ich sagen, okay, der hat das Mädchen geschlagen. Vielleicht hat er ja auch gerade einen Schwindelanfall, so wie wir. Oder das Mädchen ist irgendein, keine Ahnung, ist besessen oder sowas. Gehen wir mal hin. Okay, sie ist besessen. Nun, das ist eigenartig. Ich vermute, dass dahinter mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Der Hüter kommt und er ist wütend. Dieser Mann hat ihn wütend gemacht und da hat der Hüter ihm wehgetan. Ihr solltet besser ganz schnell weglaufen, sonst wird er auch noch auf euch wütend. Was hat ein kleines Mädchen in einem solchen Ort verloren? Das ist nicht wichtig. Nur der Hüter ist wichtig. Er wird sicher böse auf euch sein. Ihr solltet weglaufen, bevor er hier ist. Und wer ist dieser Hüter? Oh, zu spät. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt weglaufen. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Jetzt ist der Hüter hier und er wird euch bestimmt wehtun, denn er ist furchtbar wütend. Stopp! Um Gottes Willen. Chaika! Ich wusste doch, dieses Mädchen ist besessen. So. Verdammt, ich habe seit Wochen nicht mehr gespielt. Ich musste erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ach du Scheiße, hält der wieder aus. Das ist ja Wahnsinn. Au. Au, und der tut ja weh. Verdammt. Was kannst du eigentlich so? Okay. Dass der Meister mir gestohlen hat?
Moment, jetzt warte doch mal. Ich weiß jetzt nicht, worum es genau geht, aber ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Lotus-Assassinen. Okay, der hat kein Interesse daran, uns zu hören, habe ich so im Gefühl. Au. Oh, der ist echt heftig. Wie immun. Verdammt! Ich kann mich nicht regenerieren bei dem. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, dass ich vielleicht damit ein bisschen mehr Erfolg habe. Verdammt. Komm, Su, lenk ihn ab. Ich muss jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein. Ich darf mich nicht noch öfter treffen lassen. Na toll, Su ist weg und ich bin gleich auch weg. Liebe Freunde da draußen, es könnte sein, dass wir das erste Mal in diesem Spiel sterben werden. Das war nicht so gut. Okay, ja, wir sind das erste Mal gestorben. Wir laden natürlich den Spielstand. Automatisch den Spielstand. Ach, das ist das Schöne, dass das Spiel automatisch speichert. Genau, hier sind wir. Oh Gott, das ist ein ganz schön harter Brocken. Ich habe ihn ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. So, das können wir jetzt überspringen. Ja, welcher ist ein Ortversorger? Wer ist der Hüter? Bla bla bla. Schlag, ey. Diesmal gehe ich direkt mit dem legendären Stoß ran. Das ist schließlich meine beste Fähigkeit. Ah, Mann, das ist einfach viel zu schnell, wie er seine Fähigkeit einsetzt. Okay, das kennen wir ja auch schon. Ich antworte einfach mal genauso, wie ich das vorhin auch getan habe. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwelche Tatsachen verdrehen. Okay, haben wir überhaupt bisher überhaupt mal so Schutzsachen genommen? Ja, Mann. Der ist zu schnell. Ich kann so schnell gar nicht reagieren und auch noch ausweichen. So, haben wir hintergetreten. Ich bin das Wunderkind, Lu. Na, ich muss ihn jetzt erstmal mal ein bisschen rügen. Ich habe versucht, euch klar zu machen, ich bin kein Lotus-Assassine. Ey, hat er gerade gesagt, unser treuer Diener und Beschützer?
Ey, kommt der jetzt mit? Ey, das wäre ja mega geil, wenn wir jetzt so einen dicken Dämon an unserer Seite hätten. Dann kann der Su aber einpacken. Gut, okay. Ich brauche nicht doch einen Begleiter. Warum wollt ihr mir denn dienen? Okir okun wan kir wo apafawa ir wo sa ir son kut. Okay, wenn er das sagt. Fano fan wo wo shimi cho ika kir wo i furo uk. Wo yo ir apafawa ir sir si sitsu to ir uk. Pir okir ifuir wo. Ich bin da. Wo kawari sa ir pasir uyo. Mewa ko kipsitir sunuk. Okay, es ist mir natürlich eine Ehre, euch als Begleiter zu haben, Chaika. Nawara irok, wo kupsitir sunuk. Und, wer war dieses Mädchen? Nawara irok. Wo kupsisir sunurk. Wo ufir ipir sir tintin. Wo wo wir. Ist sie eine Zauberin? Kupsisir sun puno su uku ir sir sisitsu towir ok. Wo yowir apafwe ir sir sisitsu towir ok. Pir okir ifwir wo. Wo wo wir wokir funir. Wo kupsisir sun ukut. Gut. Also, er hat im Prinzip dieses kleine Mädchen nutzt er, um zwischen den Welten hin und her zu wandern. Habe ich soweit verstanden. Ich möchte dir natürlich trotzdem nochmal ein paar Fragen stellen. Okir okun wan kir wo apafawa ir wo sa ir son gut. Achso, ich habe ganz vergessen zu klicken. Wisst ihr etwas darüber, was mein Schicksal ist? Osa irin nawa ti son puno itarok. Isbirta, ho kawari sa ir pasir uyo. Ne wa ko kipsitir sunok. Gut, okay. Also, wir sind nicht viel weiter. Und wie seid ihr hier gelandet? Kupsitir son puno su uku ir sir sisitsu towir ok. Sir si sitsu fonir sisa ir namurkuk. Okir okir wo apafawa ir wo sa ir son kut. Ispirta, ho kawari sa ir pasir uyo. Ne wa ko kipsitir sunurk. Okay, also ich hab einen ziemlichen Spitzenkandidaten geangelt. Und woher wusste die Wildblume, dass sie hierher kommen sollte? Sir si sitsu fonir sisa ir namurkuk. Okir okir wo apafawa ir wo sa ir son kut. Gut, dann haben wir das. Dann erzählt mir doch noch etwas über die Gegenstände, die ihr beschützt habt. Sir si sitsu fonir sisa ir namurkuk. Okir okir wo apafawa ir wo sa ir son kut. Isbirta, ho kawari sa ir pasir uyo. Ne wa ko kipsitir sunuk. Ich finde das mal so genial, wenn er sagt, Isbirta. Isbirta. Der arme Peter. Okay, ihr habt erwähnt, dass die Lotus-Assassinen das Amulett gestohlen haben. Narawa ir kwanuk noka opir okir ifuir wo. Ich muss mich entschuldigen, wenn es jetzt gerade ein Geräusch gab. Das war wieder meine Ungeschicktheit, die gegen den Schreibtisch geschlagen hat. Wo ufir ipir sir tintin. Wo wo wir. Son sikun wan pifir pir. Kut aku kawuk tiir.
Wisst ihr, wohin der Dieb verschwunden ist? Nawara Irok. Wo kupt sie hier Sunurk? Ich habe nur keine andere Möglichkeit. Okay, weil ich keine andere Möglichkeit habe, möchte ich natürlich nichts weiter fragen. Lasst uns gehen. Und noch ihr kupt ihr, dann nie ihr auch kun asso. Sie ihr so gut auf die vier, no nie. Guten Tag. Der Hüter möchte, dass ich euch das hier gebe. Der Mann dort hatte es bei sich. Es ist eine unergründliche Energiequelle. Der Hüter meint, dass ihr sie vielleicht brauchen werdet. Eine unergründliche Energiequelle klingt interessant, aber was ist das denn? Der Hüter weiß nicht, wozu sie dient, aber er weiß, dass sie wichtig ist. Warum sonst sollte der Mann sie bei sich gehabt haben? Ihr solltet sie an euch nehmen. Der Hüter sagt, dass wir jetzt nicht mehr hier bleiben müssen, sondern euch stattdessen begleiten sollten. Seid ihr damit einverstanden? In Ordnung. Ihr und Shaika könnt mit mir kommen. Klasse. Ich mag euch nämlich. Und der Hüter mag euch auch. Wir sind uns gerade erst begegnet. Warum? Ja, ich möchte natürlich, dass ihr erstmal bei mir bleibt. Ich möchte den tollen Dämon doch bei mir haben. Ich möchte sehen, was ihr beide so für Fähigkeiten besitzt. Ich bin schon ganz aufgeregt.